Weiter geht's bei Let's Play Diablo 4. Wir sind im letzten Part in Yelesna angekommen. Und jetzt schaue ich mal ganz kurz, wo ist denn die... Ah, okay. Gar nicht so mega weit von hier entfernt, ist auch schon die... geht's auch schon mit der Hauptquest weiter. Ab wann konnte ich das Reittier Donans gefallen? Aber diese Quest hatte ich noch nicht gefunden, oder? Also ich hatte noch nicht die Möglichkeit, die zu machen. Glaube ich. Ich habe keine Wut mehr. Ja, also hier die komplette Welt zu erkunden, ist ein Gedanke, den können wir bei Diablo 4, glaube ich, verwerfen. Also so ein aller Titan-Quest oder so. Stattdessen werde ich versuchen, möglichst viel immer hier bei den besonderen Orten mitzunehmen, diese Schreine und diese Höhlen immer zu erkunden und ansonsten die Hauptquests natürlich alle zu machen und bei den Nebenquests halt immer mal wieder so zwischendurch ein paar. Ich denke, so macht es wesentlich mehr Sinn. Finden das natürlich auch mal eine sehr schöne Sache. Lol. Mehr Fremde im Lager? Aber ich bin ein ganz besonderer Fremder. Müsst ihr wissen. Hallo Vigo. Seid ihr Vigo? Ich wurde geschickt. Ich bin mir ganz sicher. Sie hatte Hörner wie ein Tier, spazierte genau hier vorbei. Und meine Mutter ist da drin mit ihr gefangen. Ihr habt sie durchgelassen, Herr. Solltet ihr da nicht für ihre Sicherheit sorgen? Wir haben Soldaten drinnen stationiert. Um die solltet ihr euch auch sorgen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Warum ist diese Mine versiegelt? Die Minen sind auf Befehl der Kirche geschlossen. Sie sind nicht sicher. Besonders nicht für Kinder. Was führt euch nach Yelesna? Meine Mutter und ich studieren die Horadrim. Wir sind auf etwas Großes gestoßen. Aber dann verschwand sie. Es sieht ihr nicht ähnlich, die Jagd aufzugeben. Mutter Oberin Prava hat mich geschickt. Hat sie das? Die gehörnte Frau ist die Dämonin Lilith. Nein, das kann nicht sein. Meine Mutter hat mir diesen Namen gesagt. Ihr sprecht von der Tochter des Hasses. Hat Prava mich erwähnt? Sie war doch nicht wütend, oder? Hier steht mehr auf dem Spiel als eure Stelle. Ach, kommt schon. Bringen wir es hinter uns. Die verdammte Winde lässt sich nicht bewegen. Wir müssen zu Fuß gehen. Der Anhänger meiner Mutter an eurem Handgelenk. Er gehört jetzt mir, Mädchen. Eure Mutter gab ihn mir, als ich sie und ihre Begleiterin ziehen ließ. Okay, jetzt sind wir sogar schon zu dritt. Das macht das Ganze natürlich wesentlich einfacher. Ich kann hier nicht rüberspringen irgendwie. Mit denen wahrscheinlich nicht. Alleine ginge es vielleicht schon.
verschlossen. Huch, Chat, weil wollte ich nicht öffnen. Bleib dicht bei mir. Oha, geile Armschienen. Mit Plus auf alle Werte und Angriffsgeschwindigkeit. Vielleicht sollten wir... Und meine Mutter die ganze Zeit über in Liliths Obhut lassen? Nein, ich gehe weiter. Okay, jetzt kommt nur noch Nayrel mit uns mit scheinbar. Der andere Typ hat keinen Bock mehr. Meinetwegen kriegen wir auch die zweite hin. Ich meine, ich würde es auch alleine hinkriegen, theoretisch, wenn es sein muss. Und Zweihandschwerterdrang 2 erreicht. Das geht sogar relativ schnell, wenn man mal wirklich dauerhaft entweder mit Zweihand- oder Einhandwaffen kämpft. Und das mache ich jetzt auch, glaube ich, wirklich so. Hä, sie folgt mir nicht mehr? Warum nicht? Bin ich hier falsch? Warum redet der Typ noch, obwohl der gar nicht mehr hier ist? Hä? Bin ich lost? Ach, ich laufe hier total falsch. Ich muss eigentlich rechts weiter. Na, was ist denn hier links? Ich würd hier links gerne mal erkunden. Treter. Was sind die, glaube ich, besser? Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier noch weiterlaufen soll, um ehrlich zu sein. Ah, hier würde es wieder rausgehen, ja? Okay. Ja, dann werde ich mal wieder zurückgehen. Versperrt. Hier drüben. Ich kann mich zur anderen Seite durchquetschen. Wartet. Und weg ist sie. Es nah am Gegner. Es gibt kein Entkommen. Diesmal kommt der Kampf zu uns. Das ist schon wie ein Killing Floor, dass die einfach von der Decke gesprungen kommen. Level up. Ich benutze nehme mal das hier, einfach damit wir durch Zerfleischen mehr Wut wieder zurückbekommen und schneller öfter Zerfleischen machen können. Das ist gegenwärtig. Sicher.
Danach sollte ich dann zerfleischen selbst hochskillen, dass es einfach mehr Damage macht. Das würde sie nicht tun. Oder sie hätte es nicht tun sollen. Ich bin sicher, sie hatte einen guten Grund. Oh ja. Jetzt habe ich schon mehr Wut und kann das öfter benutzen. Glaive. Seltene Stangenwaffe, Hiebwaffe. Ist aber ein bisschen schlechter. Die verdammte Mine stürzt ein. Aua! Es tut weh. Hör auf damit, hör auf einzustürzen, Mine. Hier drüben, eine Öffnung. Los! Gut, alle haben es geschafft. Der Tunnel ist geschlossen. Ohne Winde sitzen wir hier fest. Seht, da ist sie. Was ist los, Nerol? Diese Statue. Das ist sie. Wie ich sie gesehen habe. Lille. Wir müssen meine Mutter finden. Irgendwie das ungute Gefühl, dass die Mutter es hier nicht lebendig rausschaffen wird. Nur so eine Vorahnung. Hier drüben, die Winde! Endlich, unser Fluchtgefährt. Getötet. Was ist geschehen? Wir brauchen Verstärkung. Nein, wir... Was war das? Das kam von jenseits des Tors. Also doch keine Verstärkung mehr? Okay. Dann gehen wir doch durch. Nein. Die Eskorte. Sie sind alle tot. Da drüben. Wer hat das getan? Eine Frau. Vigo, es war eine der Frauen, die ihr geschickt habt. Nur, dass sie kein Mensch war. Sie war ein Dämon. Wie die Statue. Sie behauptete, die Mutter Sanctuarius zu sein. Es war ein verdammtes Blutbad. Die andere Frau, Vennard, wo ist sie? Sie flehte um ihr Leben. Lilith verschonte sie. Führte sie tiefer hinein. Gebt auf, Mädchen. Sie ist verloren. Vigo, ihr müsst mir zuhören. Der Stahl hat nichts genützt. Zauber, Gebet, alles nutzlos.
Geht nach Korvala. Erzählt es Brava. Alarmiert die Armee. Den Vater. Das Böse selbst. Kommt auf Sanctuario zu. Tut es für mich. Er ist tot. Ich bin verloren. Eure Mutter hat mir gesagt, dieser Tant würde Glück bringen. Und ich habe ihr auch noch vertraut. Sie hat euch damit bestochen, oder? Ihr hättet sie überhaupt nicht durchlassen dürfen. Aber es ist noch nicht zu spät. Sie kann noch gerettet werden. Nicht von mir. Nicht mehr. Prava wird wissen, was zu tun ist. Ihr verlasst uns? Lasst sie im Stich? Da gibt es nichts mehr im Stich zu lassen. Sie ist so gut wie tot. Tut mir leid, Mädchen. Er hat uns wirklich einfach verlassen. Jetzt liegt es an uns. Ich soll nach Lilith suchen, ja? Das ist bestimmt eine sehr gute Idee. Lilith kann nicht weit sein. Lilith zeigte mir die hässliche Wahrheit über unseren Kosmos, den ewigen Konflikt. Seit jeher kämpfen Engel und Dämonen um die Herrschaft über die gesamte Schöpfung. Zu welchem Zweck, fragte ich, und sie lachte nur. Was ist das? Wie eure Gedanken rasen. Ja, ich bin Lilith. Mutter von Sanctuario. Tochter des Hasses. Ich habe, was ihr sucht. Ihr dürstet nach Wissen. Ihr habt auf der Suche danach euer Kind durch ganz Sanctuario gezerrt. Nein, ich habe sie gelehrt, wie man überlebt. Ist es das, was ihr glauben wollt? Macht euch nichts vor. Ihr habt Fragen. Ich habe Antworten. Ich kenne das Gefüge des Kosmos. Alles, was ich gelesen habe, warnte mich vor euch. Ihr habt so viel gelesen. Und doch wisst ihr so wenig. Nehmt ihr mein Angebot an? Ich weiß nicht. Lasst ihr es mich versuchen? Ich will es versuchen. Eure Mutter ist am Leben. Sie kam mit Lilith hierher. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Manchmal sehe ich Visionen der Vergangenheit. Ich habe sie gesehen. Was? Wie? Liliths Blüten. Ihr Blut wurde mir einst verabreicht. Und an der Stelle geht's im nächsten Part weiter, Leute. Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder. Bis dahin und ciao.